Guten Tag, mein Name ist Markus Weber. Ich bin Arbeitsgruppenleiter am CUSE-Institut in Berlin. Von Hause aus sozusagen bin ich Mathematiker. Ich habe Mathematik studiert mit Nebenfach Chemie. Und heute will ich mal ein bisschen erklären, was wir hier so am CUSE-Institut machen, was das, was meine Arbeitsgruppe macht, mit Mathematik zu tun hat. Und das werde ich jetzt auf ein paar Folien und auch an der Tafel versuchen, etwas verständlicher zu machen. Die Arbeitsgruppe am CUSE-Institut, die beschäftigt sich mit dem Design von Wirkstoffen oder mit dem Design von funktionalen Molekülen. Das ist jetzt eher ein Thema, denkt man, aus der Chemie oder aus der Biochemie. Aber hier am CUSE-Institut werden vor allen Dingen interdisziplinäre Projekte gemacht. Also in diesem Fall zum Beispiel Projekte, die zwischen der Chemie, Biochemie, sogar vielleicht Medizin, Pharmazie und der Mathematik liegen. Das sind Bilder, mal auf dieser Folie sehen Sie Bilder, die jetzt so im Rahmen unserer Arbeit in der Arbeitsgruppe entstehen. Und diese Bilder zeigen Moleküle. Man sieht zum Beispiel hier, was so hier so in grün und blau und rot angezeigt ist, das sind kleine Moleküle, das sind funktionale Moleküle. Und das, was hier so in grau dargestellt ist oder hier ganz bunt und irgendwie groß und bunt dargestellt ist, das sind Proteine. Also das, womit wir uns beschäftigen, sind zum Beispiel Interaktionen, das heißt Wechselwirkung von kleinen Molekülen mit Proteinen. Und diese Interaktionen, die man hier auf diesem Bildschirm sieht, sind meistens von der Art, dass ein kleines Molekül, in diesem Fall hier unten zum Beispiel, dieses kleine Gebilde oder das Gebilde, was hier im Inneren zu sehen ist, in dem Protein, dass so ein kleines Molekül von außen in ein Protein hineinwandern muss, um dann innerhalb des Proteins seine Wirkung, sage ich mal, zu entfalten. Und hier sehen wir wieder mal so ein Molekülbeispiel. Also hier auf der rechten Seite sieht man in so transparent, sage ich mal, angedeutet, das ist eine Membran, eine Zellmembran, die Zelloberfläche, in der ein Rezeptor, also das ist eine ganz spezielle Art von Protein, drin steckt. Und in diesen Rezeptor, das ist der Rezeptor hier, in diesem Rezeptor befindet sich ein kleines, in diesem Fall pinkes oder violett gezeichnetes Molekül, das ist der Wirkstoff. Und dieser Wirkstoff, der ist jetzt von oben, also von außen, in diesen Rezeptor eingedrungen, rastet dort ein, das ist gezeigt in dem unteren Bild, rastet dort ein, platziert sich zwischen den Aminosäuren dieses Proteins und entfaltet dort seine Wirkung. Und die Wirkung dieses kleinen Wirkstoffs ist es, hier unten eine Änderung von der Form des Proteins zu bewirken, also eine Änderung der sogenannten Konformation des Proteins zu bewirken, was wiederum innerhalb der Zelle eine Signalkaskade auslöst. Und das, was wir hier sehen, ist ein Beispiel für ein Schmerzmittel. Es handelt sich bei diesem kleinen pinken Molekül um ein Opioid, also sowas Ähnliches wie Opium, sage ich mal. Genau genommen ist es Fentanyl. Und dieses Fentanyl-Molekül, das bewirkt, dass der Schmerz sozusagen oder die Schmerzweiterleitung dieser Zelle abgeschaltet wird. Und das Abschalten dieses Schmerzes geschieht dadurch, dass sich dieses kleine Wirkstoffmolekül in genau diesen Rezeptor, in genau dieser Zellmembran, dass es sich dort andockt. Und wir können solche Docking-Vorgänge, sage ich mal, oder solche Bindungsvorgänge am Computer simulieren. Deswegen sieht man mich dort vor so einem großen Rechner stehen. Das ist der Hochleistungsrechner Nord. Und wir simulieren auf diesem Rechner zum Beispiel die Interaktion, also die Wechselwirkung zwischen kleinen Molekülen und Rezeptoren.
Was ist denn die interessante Frage, die man beantworten kann bei so einem System? Wir sehen also hier nochmal dieses kleine Wirkstoffmolekül, das Fentanylmolekül, also das Schmerzmittelmolekül, das auf dem Weg ist in diesen Rezeptor hinein. Und dieses Molekül hat ja jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass es tatsächlich in den Rezeptor hineingeht und dort seine Wirkung entfaltet, oder dass es, sage ich mal, an dem Rezeptor vorbeischwimmt und dann diesen Ort wieder verlässt und somit nicht seine Wirkung entfaltet. Und die Frage ist jetzt also, wie wahrscheinlich geht das Molekül in den Rezeptor, bevor es den Ort verlässt, und wie wahrscheinlich verlässt es den Ort, bevor es überhaupt an diesen Rezeptor gebunden hat. Und das ist praktisch eine Frage von Wahrscheinlichkeiten, so eine Art Statistik. Und das wird beantwortet mit Methoden der statistischen Thermodynamik. Und das will ich Ihnen jetzt mal demonstrieren an der Tafel, welche Art von Mathematik dazu nötig ist, um zum Beispiel in Simulationen zu erfahren, ob so ein Wirkstoff bindet oder nicht, oder mit welcher Wahrscheinlichkeit so ein Wirkstoff bindet und mit welcher Wahrscheinlichkeit er an dem Rezeptor vorbeischwimmt. Okay, also dieses kleine Molekül, was ich auf der Folie in Pink gezeichnet hatte, das habe ich auch selber mal zusammengebaut aus solchen Kugeln und Stäbchen. Das Kugel- und Stäbchenmodell eines Moleküls. Und wir sehen, dass solche Wirkstoffe aufgebaut sind aus Atomen. Also das sind einzelne Atome, Kohlenstoffatome, Wasserstoffatome. Hier sehen wir auch mal ein Sauerstoffatom, ein Stickstoffatom, ein Fluoratom. Auf das kommt es eigentlich letztendlich an. Das sind Atome, aus denen solche Wirkstoffe aufgebaut sind. Nicht nur die Wirkstoffe sind aus Atomen aufgebaut, auch das Protein selber ist aus Atomen aufgebaut. Und jedes Atom hat drei Koordinaten. Wir sind im dreidimensionalen Raum. Jedes Molekülchen hat drei Koordinaten, die bestimmen, wo dieses Atom sich befindet. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Molekül, also nicht nur das Wirkstoffmolekül, sondern auch das Protein ist ein Molekül. Und sagen wir mal, dieses System hat 1000 Atome. Das ist jetzt sehr wenig für so ein System, aber stellen Sie sich vor, so ein System hat 1000 Atome. Dann bräuchten Sie 3 × 1000, nämlich 3000 Zahlen, um zu beschreiben, wie diese Atome angeordnet sind. Sie müssten ja für jedes Atom dreidimensionale Koordinaten angeben. Und so stellen sich jetzt wir Mathematiker und Mathematikerinnen dieses Bild von einem Protein und einem Wirkstoff und den Positionen von dem Wirkstoff in Bezug zu dem Protein als einen Punkt in diesem Fall, 3000-dimensionalen Raum vor. Wie schon gesagt, wir brauchen 3000 Zahlen, um zu beschreiben, wie diese Position Wirkstoff und Rezeptor aussieht. Das heißt also, ein so ein Bild entspricht einem Punkt. Das ist ein Punkt in einem 3000-dimensionalen Raum. Und jetzt ist die Frage, von diesem Punkt aus, also von diesem Punkt im 3000-dimensionalen Raum aus, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von diesem Punkt aus in einen gebundenen Zustand gehe? Und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von diesem Punkt aus in einen Zustand gehe, wo das Wirkstoffmolekül weggeschwommen ist? Und das heißt also, ich muss für jeden Punkt aus diesem 3000-dimensionalen Raum, für jede mögliche Anordnung von Wirkstoff und Protein eine Zahl angeben. Nennen wir diese Zahl mal Chi. Und diese Zahl besagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit gehe ich von dieser Situation aus zu einem gebundenen Zustand.
Und wenn ich diese Zahl hier ausrechnen will, wie mache ich das? Wie rechne ich mathematisch aus, wie wahrscheinlich ich von diesem Punkt aus zu einem gebundenen Zustand komme? Und die Mathematik dahinter ist das Lösen von Gleichungssystemen. Denn wenn ich diese Zahl chi schon für die Nachbarpunkte schon weiß, wie deren Wahrscheinlichkeiten sind, zu dem gebundenen Zustand überzugehen. Zum Beispiel könnte ja ein Nachbarpunkt bereits der gebundene Zustand sein. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hier 1. Also ich weiß schon, von gewissen Punkten weiß ich die Wahrscheinlichkeit schon. Dann weiß ich auch hier, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Es ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, von hier aus zum gebundenen Zustand zu kommen, mal der Wahrscheinlichkeit, von hier nach da zu gehen. Oder hier ist es die Wahrscheinlichkeit, von hier aus zu dem gebundenen Zustand zu kommen, mal der Wahrscheinlichkeit, von da nach da zu gehen. Das heißt also, meine Zahlen chi, die ich ausrechnen muss für jeden einzelnen Zustand von meinem System, sind das Ergebnis solcher mathematischer Gleichungen. Jetzt kann man sich überlegen, wie viele unbekannte chi hat denn diese Gleichung? Wenn man sich jetzt wieder das Molekül vornimmt und man stellt sich vor, dass jedes Atom 10 mögliche x, 10 mögliche y und 10 mögliche z-Koordinaten hätte. Das ist jetzt mehr dieses Atom an Freiheiten. Aber nehmen wir nur mal an, nur 10 Möglichkeiten in x, y und z zu variieren. Also für jedes Atom könnte ich unterschiedliche y oder z-Koordinaten einsetzen. Dann gäbe es 10 mal 10 mal 10 mal 10 und so weiter Möglichkeiten für dieses System. Und bei einem System, das aus 1000 Atomen besteht, gibt es also 10 hoch 3000 Möglichkeiten. 10 hoch 3000, das ist eine 1 mit 3000 Nullen. Das ist eine Zahl, die weit, weit größer ist als die Zahl aller Atome in unserem Universum. Also dieses Gleichungssystem, was ich lösen muss mathematisch, hat mehr Unbekannte, als es Atome gibt im Weltall. Und so eine Art von Gleichungssystem, die wollen wir jetzt tatsächlich als Mathematiker und Mathematikerinnen am Rechner lösen. Und das ist ungefähr die Art, die Schwierigkeit, sozusagen das Level an Schwierigkeit, mit dem wir zu tun haben. Okay, machen wir mal mit den Folien weiter. Also, die Aufgabe besteht jetzt darin, ein Gleichungssystem aufzuschreiben, das 10 hoch 3000 Unbekannte hat, und dieses Gleichungssystem zu lösen. Das ist die Art und Weise, wie ich dieses Gleichungssystem schreiben würde. In diesem Gleichungssystem steht ein Chi drin, aber es ist nicht nur ein Chi, sondern dieses Symbol Chi soll jetzt für alle möglichen Chis stehen, die ich ausrechnen will. Es gibt eine rechte und eine linke Seite von diesem Gleichungssystem. Auf der rechten Seite, da stehen einfach nur diese Zahlen Chi und irgendwelche unbekannte C1 und C2. Und auf der linken Seite dieses Gleichungssystems, da steht irgendwie sowas, das heißt L Stern. L Stern, das soll jetzt einfach nur darstellen, dass ich irgendetwas mit diesen unbekannten Größen Chi machen muss. Das Rezept, was ich mit diesen unbekannten Größen Chi machen muss. Also das, was hier steht auf dieser Folie, das ist dieses 10 hoch 3000 unbekannte umfassende Gleichungssystem, aber ich als Mathematiker schreibe eigentlich nur die Struktur der Gleichung hin.
Also welche Art von Gleichung habe ich? Welche Art von Mathematik kann ich mit dieser Gleichung machen? Denn das, was jetzt kommt, nachdem ich so eine Gleichung hingeschrieben habe, ist tatsächlich etwas, was man in der Schule lernt, das Umformen von Gleichungen. Also zum Beispiel, ich kann beide Seiten mit einer Zahl multiplizieren. Ich kann einen Teil der rechten Seite zum Beispiel auf die linke Seite verschieben. Alle diese Operationen, die ich in der Schule mit dem Manipulieren von Gleichungen gelernt habe, die kann ich jetzt einsetzen und kann mir auch neue Größen definieren, wie dieses P hier zum Beispiel. Und letztendlich wandle ich die Gleichung in eine andere Gleichung um. Und zwar mit dem Ziel, eine Struktur in dieser Gleichung zu sehen, die ich schon kenne. Also das, was Sie jetzt auf der Folie sehen, sieht vielleicht viel, viel komplizierter aus als die Gleichung am Anfang, aber das ist tatsächlich eine Gleichung, die ich schon mal gesehen habe als Mathematiker, eine Gleichung, die mir als Mathematiker durch mein Studium und durch das Lernen von diesen ganzen Symbolen, die da stehen, und das Lernen von dem Verständnis von solchen Symbolen, was mir bekannt vorkommt. Da weiß ich, dass diese Art von Gleichung, die dort steht, schon mal gelöst wurde von einem anderen Mathematiker oder von zwei anderen Mathematikern, um genau zu sein, von Feynman und Katz. Feynman und Katz haben diese Gleichung, die hier steht, schon mal gelöst. Und ich kann mir die Lösung, die sich die beiden ausgedacht haben, anschauen. Das wird jetzt nicht einfacher. Das ist jetzt noch mehr Terme, noch mehr, da sind Integrale drin, da sind Erwartungswerte drin, da sind Exponentialfunktionen drin. Aber letztendlich, worauf es ankommt, ist, dass diese beiden Mathematiker einen Weg gefunden haben, diese Gleichung zu lösen. Und das, was als Lösung bei dieser Gleichung herauskommt, ist die sogenannte Holding Probability oder, was man im Deutschen sagen würde, vielleicht die Haltewahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein bestimmter Zustand von meinem System, wie lange hält dieser oder mit welcher Wahrscheinlichkeit befinde ich mich nach wie vor in diesem Zustand nach einer gewissen Zeit t. Also in diese Holding Probability geht einerseits ein der Zustand, also dieses x, das ist der Zustand, ein so ein Schnappschuss aus meinem Protein-Ligand-Ding und die Zeit. Und diese Größe verrät mir, ob ich ausgehend von einem bestimmten Zustand nach einer bestimmten Beobachtungszeit immer noch im Bereich dieses Zustands liege. Und das ist eine physikalische Größe, die für den Entwurf von Wirkstoffen wichtig ist. Die sagt mir nämlich, wie lange im Mittel dieser Stoff, den ich erfunden habe, an der Position verweilt, die ich haben wollte, sozusagen für meine Wirkung. Also wie lange verweilt im Mittel zum Beispiel der Schmerzmittelwirkstoff in diesem Protein? Hat also das Schmerzmittel eine Chance, dieses Protein zu aktivieren, oder hat es diese Chance nicht? Und jetzt kommt es noch darauf an, dieses Lösungsverfahren auf dem Computer zu implementieren. Und das machen wir mit Hilfe eines Algorithmus. Und dieser Algorithmus, der benötigt an dieser Stelle zum Beispiel ein neuronales Netz. Also wir lösen so eine komplizierte Gleichung mit der Hilfe und mit dem Einsatz von neuronalen Netzen. Und dieses Verfahren, das was man hier sieht, dieser Algorithmus, der heißt ISOCAN und der wurde entwickelt und programmiert von einem meiner Bachelorstudierenden und ist dann auf dem Großrechner, den ich gerade eben gezeigt hatte,
auf dem Großrechner zum Laufen gebracht worden und mit Hilfe dieses Algorithmus konnten wir dann zum Beispiel diese Funktion chi, also diese Größen chi ermitteln und damit auch ermitteln, ob ein bestimmter für den Zweck der Schmerzminderung entwickelter Stoff tatsächlich in der Lage ist, diesen Rezeptor zu aktivieren und somit Schmerzen zu stillen. Und das ist praktisch der gesamte Bereich, in dem wir uns tummeln, also von der Chemie bis hin zu neuronalen Netzen, künstlichen neuronalen Netzen, die wir benutzen, um sehr komplizierte, sehr große Gleichungssysteme zu lösen. Und das ist praktisch das, was unsere Arbeitsgruppe hier am CUSE-Institut macht. Ich hoffe, Sie hatten jetzt einen kleinen Einblick, auch wenn es sehr komplizierte, am Rande der Forschung stehende Mathematik ist. Und ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit der Langen nach der Wissenschaft.